Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grey Matter. Ja, in der letzten Folge haben wir diesen jungen Mann so ein bisschen reingelegt, haben den Brief von seiner Mutter gelesen und haben dort die Flyer ausgetauscht gegen die von Dr. Stiles. Und jetzt werden wir mal der Helena Bescheid geben, der Helena Bogart, dass Charles Eddington auch an dem Experiment teilnehmen wird. Das gibt's doch gar nicht. Wie hast du das gemacht? Ich habe nicht mehr als ein Hallo aus dem Kerl rausbekommen und ihr zwei plaudert nur so dahin. Ach, weißt du, wenn man zusammenarbeitet, kommt man sich schnell näher. Bei Charles muss man aber zaghaft vorgehen. Er ist so unerfahren. Du bist ja ein richtiger Vamp. Also, kommst du heute Abend oder habe ich Charles ganz für mich alleine? Jungfräulichkeit ist solch ein vergängliches Gut. Du Ausgeburt des Teufels! Bist du dir sicher, dass die Sache ungefährlich ist? Ich würde dich doch nicht in Schwierigkeiten bringen. Also gut, ich bin dabei. Wird sicher lustig. Okay. Ja, Samantha ist auf jeden Fall gut drauf, ne? Würde ich ja nicht anders sagen. So, Harvey Kinderman. Okay, dann kümmern wir uns mal hier um dieses Pärchen, was wir ganz am Anfang gesehen haben, in der letzten Folge. Also, als wir zu diesem Platz gegangen sind. Hallo! Tut mir leid, falls ich störe, aber ich habe deinen Akzent gehört. Du bist Amerikaner, oder? Ja. Ich auch. Sam aus Washington, D.C. Ich heiße Harv. Harvey Kinderman. Aus New York. Du siehst gar nicht aus wie eine Amerikanerin. Eher wie aus Frankreich. Was? Ach komm. In New York gibt's doch viele Leute wie mich. Da ist was dran. Diese Franzosen sind einfach überall. Es freut mich, dass du immer noch in der Stimmung bist, Witze zu reißen. Ich habe gehört, wie du dich mit deiner Freundin gestritten hast. Freundin? Vorsitzende des Vereins lyncht Harvey Kinderman, passt eher. Du bist doch sicher noch gar nicht so lange hier und trotzdem hast du schon Ärger? Machst du Witze? Ich brauche nicht mal 10 Sekunden, um Leute dazu zu bringen, mich zu hassen. Nimm Lisa zum Beispiel. Sie hasst mich so sehr, dass sie in mein Zimmer eingebrochen ist und meinen neuesten Film vom Computer gelöscht hat. Das einzige Backup hat sie sich gekrallt und mitgenommen. Ein Kinderman-Meisterwerk. Einfach weg. Und ich kannte sie nicht mal 2 Wochen. Ich sage dir, das ist Talent pur. Okay, ja, aber da stellt sich ja die Frage, warum hat sie das überhaupt getan? Warum hat Lisa das getan? Sie hatte keinen gottverdammten Grund. Sie kommt in dem Film vor, stimmt's? Was für eine Rolle hat sie? Sie führt ein Selbstgespräch auf dem Klo. Hier geht es um Wahrheitsfindung im Namen der Kunst. In dem Film dreht sich alles um Oberflächlichkeit und die Tatsache, dass hinter dem ganzen Glamour nichts weiter steckt als Fleisch und Blut. Das nehme ich dir sogar ab. Aber Lisa dürften deine Beweggründe ziemlich kalt lassen. Das ist wahr. Aber eigentlich ist sie doch für jeden Spaß zu haben. Okay, das klingt ein bisschen seltsam. Und warum filmt er sie auf dem Klo, ohne dass sie das wusste? Also, das würde ich aber auch nicht wollen. Sag mal, du kannst doch bestimmt ein bisschen extra Kohle gebrauchen. Zum Beispiel für Produktions- und Filmkosten oder so. Worauf willst du hinaus? Mein Professor führt heute Abend ein kleines Experiment durch. Geht in Richtung Neurobiologie. Ein total einfacher Job, der 15 Pfund pro Stunde einbringt. Da hast du dir aber echt den Falschen ausgesucht. Ich würde nicht mal zum Zahnarzt gehen. Und als sie mir das letzte Mal Blut abgenommen haben, mussten sie die Nationalgarde rufen. Ich will nichts mit Nadeln oder nadelähnlichen Gegenständen zu tun haben und absolut gar nichts in der Nähe meiner Haut sehen, das auch nur im Entferntesten klein und glänzend ist. Ich werde schon nervös, wenn ich Schmuck sehe. Eine kleine Memme. Ja, und wo ist der Film? Hat Lisa deinen Film bei sich? Ja, in ihrer überdimensionalen Tasche. Ich hätte ja gegen das Schienbein getreten und wäre dann damit abgehauen. Aber dann hätte sie mir wahrscheinlich wehgetan. Ist der Film auf einer DVD? Auf einer Super-8-Kassette, warum? Hast du zufällig eine leere Super-8-Kassette dabei? Ja. Nochmal, warum? Ich wäge nur meine Möglichkeiten ab. Du hast Möglichkeiten? Wow, kann ich auch welche abhaben? Meine sind leider gerade ausgegangen. Okay, sie wird wahrscheinlich dann wieder einen Zaubertrick durchführen. Aber was studiert er denn? Bestimmt Film oder so, oder? Was studierst du, Harv? Theoretisch? Also theoretisch studiere ich internationales Recht. Und praktisch? Naja, auch praktisch. Es ist nur... Kennst du das Gefühl, wenn du einen Splitter unter dem Nagel hast, es zu bluten anfängt und so dermaßen wehtut, dass du am liebsten auf irgendetwas einschlagen würdest? So ist Jura für mich. Und warum studierst du es dann? Wegen meines Dads.
Er gehört zu diesen ehrgeizigen Übervätern und zieht diese Das-bist-du-mir-schuldig-Nummer ab. Aber hey, kein Problem. Ich bin in England und wollte mich schon immer mit englischen Filmemachern beschäftigen. Insofern ist das schon halbwegs okay. Ach, gib dir einen Ruck und rede mit ihm darüber, Harf. Es ist schließlich dein Leben. Danke für den Tipp. Als ob das so einfach wäre. Nun gut. Wie wichtig ist dir dieser Film, Kinderman? Du solltest mich lieber nicht beim Nachnamen nennen. Das macht mich an. Hör zu. Wenn du heute Abend bei diesem Experiment mitmachst, beschaffe ich dir die Videokassette. Ist heute der große Quält-Harvey-Tag? Habe ich die Wahl zwischen Strick und Guillotine? So sieht's doch aus, oder? Jetzt schalte bitte mal den Schlappschwanzmodus aus. Die Sache heute Abend wird nicht wehtun. Außerdem dachte ich, dein Film sei ein Meisterwerk. Willst du mit 50 im The Actor Studio alle wegen deinem verschollenen Meisterwerk vollheulen? Mann, ey, streu ruhig Salz in die Wunde. Ist ja gut. Du hast gewonnen. Was genau hast du vor? Vertrau mir einfach. Sie wird nichts merken. Gib mir einfach die leere Videokassette. Das könnte interessant werden. Okay. Wir haben jetzt die leere Videokassette. Dann müssen wir sie jetzt wahrscheinlich reinlegen. Ja, die kann ich bestimmt reinlegen. Aber dafür brauche ich den richtigen Trick. Okay, den richtigen Trick. Mal gucken, was wir da haben. Das Geheimnis des verschlossenen Zimmers. Der zerstörte und wieder reparierte Ring. Über nichts regen sich die Menschen mehr auf, als wenn einem wertvollen Schmuckstück etwas zustößt. Omas Brosche oder der Hochzeitsring? Nee, ich glaube, das ist es nicht. Teile und herrsche. Wenn du erst einmal den Trick hinter dieser unglaublichen Fähigkeit kennst, das Ergebnis des Spiels vorherzusagen, wirst du es nicht glauben können, dass die Zuschauer das Ganze nicht durchschauen. Aber das tun sie wirklich nicht. Okay, das hat was mit Karten zu tun. Die unbeschädigte, zerrissene Zeitung. Dieser Trick benötigt etwas Vorarbeit, aber sorgt sicher für große Panik. Zuerst brauchst du ein Opfer mit einem Gegenstand aus Papier. Nee, Papier auch nicht. Der Zaubertintenfleck. Kein Briefgeheimnis, das hatten wir schon. Telefonwahrsagerei ist es auch nicht. Der bodenlose Becher? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Schall und Rauch. Die schockierende, selbstheilende Wunde. Was ist denn das hier? Das Publikum sieht dir verwundert zu, wie du ein von einem Zuschauer markiertes Kartendeck verbrennst. Doch kurz darauf zauberst du das markierte Kartendeck hervor und überrascht alle. Das Geheimnis dabei, du tauschst die Karten aus, bevor du sie verbrennst. Du brauchst zwei identische Kartendecks, also zwei identische Kassetten. Ich denke mal, das ist das, oder? Ja, das sollte klappen. Ah, ich bin gut. Okay, was müssen wir denn dafür machen? Diese Grundaktionen sind Gegenstand aus Inventar in einem verborgenen Körperbereich verstecken. Tasche rechts. In einem verborgenen Körperbereich verstecken. Also, in der Tasche wahrscheinlich, ne? So, Gegenstand in der Hand platzieren. So, Gegenstand aus der Hand in Tasche oder Ärmel verschwinden lassen. Also leere Videokassette in Ärmel verschwinden lassen. Gegenstand aus der einen Hand in die andere bewegen. Hä? Was? Aus der einen Hand... Das Gegenstand aus der einen Hand in die andere bewegen? Aber das ist doch jetzt im Ärmel! Das steckt doch da jetzt drin, oder nicht? Was? Gegenstand aus der einen Hand in die andere bewegen? Gegenstand aus der Umgebung nehmen? Gegenstand aus der einen Hand in die andere bewegen. Hä? Was ist doch jetzt im Ärmel? Also hier rein oder wie? Aber das geht doch gar nicht. Es ist doch jetzt im Ärmel. Okay, dann wahrscheinlich nehmen. Dann wahrscheinlich das vertauschen oder so. Und dann, Gegenstand in der Umgebung ablegen, Gegenstand in der Hand manipulieren. Nee, das war nicht richtig, okay.
Also, du brauchst zwei identische Kartendecks. Eines wird durch das Publikum markiert, das andere ist das Austauschdeck. Verstecke das Austauschdeck in deinem linken Ärmel. Ach so. Linker Ärmel. Und zwar hier. So, nimm das markierte Deck in deine rechte Hand. Also das hier rechts. Platziere das Austauschdeck in deiner linken Hand. Also hier, in der linken Hand. Bewege das markierte Deck in deine linke Hand. Und drehe es dabei, als ob du die Rückseite begutachten würdest. Also das nach links. Und dann halt irgendwie manipulieren. Wenn Sam einen Gegenstand in der Hand hält, kann sie ihn manipulieren. Okay. Als würde man das halt irgendwie, keine Ahnung. Und dann muss man das irgendwie austauschen. So. So, und dann das dann da rein, oder wie? Hallo, warum... Ist es jetzt in der linken Hand, oder nicht? Merkwürdig. In die rechte Hand. So? Ah, okay, die Schritte sind aber schon richtig. Bewege Lisas Videokassette in Hand links. Das ist jetzt ein bisschen... Ach so, wahrscheinlich jetzt ablenken. Das in die Hand. Und dann... Moment. Lass mir den linken Ärmel verschwinden. So. Ah, nee, doch nicht. Mist, ablenken. Moment, ablenken. Hier rein? Und dann da rein. Hä? Bin ich ein bisschen verwirrt. Also, bewege das Austauschdeck, das sich unter der markierten Ding in der rechten Hand. Das sich unter... Da rein, oder was? Lenke Publikum... lass das markierte Kartendeck in den linken Ärmel verschwinden. Nee, das ist es ja nicht. Das ist es ja nicht. Nein, nein, nein. Das muss hier rein. Und dann muss das da rein, oder nicht? Ach, das ist ja schon wieder das Falsche. Ich will doch Lisas. Oh, das kommt hier rein. Und dann kommt das hier rein. Und dann müsste das eigentlich stimmen. Hä? Oder hier rein, oder? Okay. Und dann hier hin, oder? Momentchen mal, das kann doch jetzt nicht sein. Bewege das markierte Deck in deine linke Hand und drehe es dabei, als ob du die Rückseite begutachten würdest. Das haben wir ja gemacht. Bewege das Austauschdeck, das sich unter dem markierten Deck befindet, in deine rechte Hand. Ja, das tun wir doch. Tasche links, Umgebung, in die rechte Hand. Lass das markierte Kartendeck in deinen linken Ärmel verschwinden. So? Hä? Nein, das stimmt doch irgendwie nicht. Oder so und das so. Ah, okay. Hi. Ich habe gesehen, wie du mit Harvey Kinderman geredet hast. Ich will dich vor ihm warnen. Ernsthaft. Da bist du leider ein bisschen spät dran.
Du nimmst mich auf den Arm. Hat er dich gefilmt? Das hat er in der Tat. Willst du etwa sagen, dass er dich auch gefilmt hat? Doch, vor ein paar Tagen auf einer Party. Mir ging's nicht so gut und da bin ich rausgegangen zum... Ja, du weißt schon, damit's mir halt wieder besser geht. Ich hab hochgeschaut und dieser abartige Typ hat mich gefilmt. Beim Kotzen im Gebüsch. Was für ein armseliger Wurm. Freut mich, dass er jetzt meinetwegen leiden muss. Wie meinst du das? Ich habe die Videokassette, auf der er mich gefilmt hat. Und es ist die einzige. Dafür habe ich gesorgt. Bist du dir sicher? Ganz sicher. Ich habe den Film höchstpersönlich von seinem Computer gelöscht. Aber woher willst du wissen, dass es die richtige Videokassette ist? Ich habe in seinem Zimmer nach meinem Film gesucht, aber da lag überall so viel Zeug rum. Die meisten Videokassetten waren nicht mal beschriftet. Kann doch sein, dass du nicht die richtige erwischt hast. Doch, ich habe sie. Das ist der Name des Films, den er erwähnt hat. Er steht auf dem Etikett. Kann ich mal sehen? Aber sei vorsichtig. Weißt du, was ich an deiner Stelle tun würde? Siehst du die Tonne da drüben? Was hast du? So, jetzt kannst du dir sicher sein, dass niemand jemals den Film zu sehen bekommt. Ihr habt echt einen Knall, Amerikaner. Sag, dass du nicht gerade meinen Film verbrannt hast! Hey, das ist er! Was bist du, The Amazing Kreskin oder was? Ich hab echt nicht gemerkt, wie du die Kassetten vertauscht hast. Schon gut. Aber vergiss nicht den heutigen Abend. Du hast es versprochen. Keine Sorge, ich werde da sein. Hey, ich habe meinen Film zurück und das Beste ist, Lisa denkt, er ist verbrannt. Was für eine Lache. Ja. Die arme Lisa, ne? Aber was wir nicht alles tun, ne? Für so ein bisschen Kohle. Ja, dann bleibt ja nur noch sie hier. Sie sieht aus wie eine Studentin vom Typ, schüchtern und unschuldig. Könnte klappen. Schüchtern und unschuldig? Könnte klappen? Naja, ich weiß ja nicht, stille Wasser sind ja bekanntlich tief. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich warte auf einen Anruf. Oh, natürlich nicht. Soll ich gehen? Auf keinen Fall. Du warst schließlich zuerst da. Okay, sie ist wirklich ein bisschen sehr schüchtern. Also sie würde gut zu Charles passen, also zu dem einen jungen Mann dort vorne. Wo kommst du her, mich vorstellen? Ich glaube, wir sollten uns erstmal vorstellen, oder? Ich habe die Party wohl verpasst. Hast du viele neue Leute kennengelernt? Oh, ich bin nur rausgegangen, um ein bisschen Sonne zu tanken. Ich bin kein Erstsemester. Also, ich heiße Sam. Samantha Everett. Angela Mulholland. Okay, Angela. Das Buch hier können wir uns leider nicht anschauen. Warum Oxford? Wo kommst du her? Was studierst du? Wir fragen mal, was sie studiert. Was studierst du? Krankenpflege? Du scheinst dir nicht ganz sicher zu sein. Ich habe schon ein paar Mal gewechselt, aber ich will auf jeden Fall irgendwas mit Medizin machen, weil ich Menschen helfen will. Und du? Ich? Ich studiere englische Literatur. Habe ich auch mal belegt. Ich kenne alle Professoren. Gibt es irgendwas, das du wissen willst? Im Moment nicht, danke. Aber falls doch irgendwann, komme ich gern auf dich zurück. Ja, okay. Sie weiß also nicht mal, was sie gerade studiert. Sehr, sehr merkwürdig. Und von den Klamotten her erinnert sie mich so ein bisschen an Amy aus The Big Bang Theory, ne? So voll die Oma-Klamotten irgendwie, ne? Nur halt in blond. Wo kommst du her? Ich mag deinen Akzent. Du bist aus Schottland, richtig? Ja, ich bin auf einer schottischen Insel aufgewachsen. Auf einer Insel? Hast du da keine Platzangst gehabt? Überhaupt nicht. Die Insel ist ziemlich groß. Ich konnte sie mit dem Fahrrad umrunden, aber das dauerte fast einen Tag. Und im Herbst, so wie jetzt, leuchtet dort das Laub so schön. Rot und golden, in allen Farben. Wenn man mit dem Fahrrad durch das Laub fährt, knackt und raschelt es. Das schönste Geräusch der Welt. Von den Klippen sieht das Meer wie eine Herde Wildpferde aus. Mein Vater hat das immer gesagt. Klingt toll. So schön ist's bei mir leider nicht, also da, wo ich herkomme. Tut mir leid, ich wollte dir nicht auf die Nerven gehen. Ich muss sowieso noch das Kapitel zu Ende lesen. Okay, ganz schön verträumt die Gute, ne? Also wie sie das so erzählt. Heimatbesuch, warum Oxford? Nee, fangen wir mal nach Heimat. Fährst du oft auf deine Insel?
Klingt so, als würdest du deine Heimat vermissen. Ja, das stimmt. Hast du dort viele Verwandte? Oh ja, sehr viele. Oh ja, das glaube ich. In so einem Dörfchen, da hat man immer viele Verwandte. Warum Oxford? Was hat dich nach Oxford verschlagen? Ich habe ein Stipendium bekommen. Du Glückspilz. Oh, mit Glück hat das nichts zu tun, sondern mit Schicksal. Weißt du, hin und wieder passieren Dinge, die wie ein Zeichen sind, dass man etwas anpacken soll. Manchmal scheint man nicht mal eine Wahl zu haben. Oh ja, ich glaube auch an Schicksal. Absolut. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Was machen wir denn bei ihr? Angela scheint ziemlich leichtgläubig zu sein. Aber mit welchem Trick könnte ich sie reinlegen? Ja, mit welchem Trick? Und da öffnet sich auch schon gleich das Zauberbuch. Das heißt, wir müssen sie auf jeden Fall auch reinlegen. Das Geheimnis des verschlossenen Zimmers. Teile und herrsche. Ich spiele das Spiel ja nicht blind, deswegen weiß ich, welcher Trick dort hilft. Nämlich die Telefonwahrsagerei, denn ihr habt ja gemerkt, dass die Kleine ein bisschen leichtgläubig ist. Und ja, deswegen Telefonwahrsagerei. Sag die Zukunft vorher. Sieh dir ein Telefon an und behaupte, dass es gleich klingeln wird. Und lass es wirklich klingeln. Dieser Trick beeindruckt Fremde, vor allem wenn sie dazu neigen, an das Übernatürliche zu glauben. Und ich glaube, Angela glaubt so ein bisschen daran. Dieses Münztelefon könnte mir noch gelegen kommen. Ich muss mir die Nummer notieren. Ja, das machen wir jetzt. So, die Nummer. Und zwar machen wir das, indem wir das Handy natürlich in die Hand nehmen und uns die Nummer hier anschauen. Ich habe die Nummer im Handy gespeichert. Wenn ich auf Wählen drücke, rufe ich auf dem Münztelefon an. Yep. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Ein Münztelefon. Zwar ganz schön altmodisch im Zeitalter von Handys, aber es kann nie schaden, einen Plan B zu haben. Genau, du sagst es. Es kann nie schaden, ein Münztelefon in der Nähe zu haben. Das kann ja mal sein, dass ein Handy scheitert. Also, dass ein Handy irgendwie nicht mehr funktioniert oder so. Keine Ahnung. So, aber wir müssen, glaube ich, das Handy auch auf lautlos stellen. Soweit ich mich noch erinnern kann. Einstellungen, okay, Tastentöne, aus. Damit sie halt nicht merkt, dass wir hier mit dem Telefon anrufen, ne? So. Und zwar geht das Ganze so, ich hoffe, ich stelle mich jetzt nicht mehr so blöde an wie vorhin. Zuerst benötigst du die Nummer des Telefons, okay, das habe. Ich speichere diese Nummer in dein Handy, dass du sie später mit einem Tastendruck wählen kannst. Lass dich dabei nicht beobachten, schalte auf deinem Handy die Tastentöne aus. Das ist auch erledigt. Platziere das Handy in deiner linken Hand. Rechts. Hier natürlich, in der linken Hand. Lenke das Publikum ab. So. Manipuliere die Wähltaste des Handys. So, manipulieren. Sobald das Zieltelefon klingelt, geh ran. Lasse unterwegs das Handy in deinem linken Ärmel verschwinden. Dann kannst du ein beeindruckendes Telefongespräch hören oder einfach falsch verbunden sagen. Okay, also einfach in den Ärmel. Ich glaube, ja. Das Telefon klingelt gleich. Ich spüre es. Hallo? Sam Everett hier. Super. Vielen Dank und bis heute Abend. Woher wusstest du, dass das Telefon klingeln wird? Oh, ich spüre da ein leichtes Stechen, kurz bevor irgendwas Wichtiges passiert. Aber... Das war der Anruf, auf den ich gewartet habe. Es geht um dieses aufregende Forschungsexperiment. Jeder in Oxford, der davon erfährt, will mitmachen. Zum Glück wissen nicht viele Bescheid. Und gut bezahlt ist der Job auch. Das freut mich für dich. Aber hast du wirklich immer diese Vorahnungen? Nicht immer. Nur dann, wenn es ein Zeichen des Schicksals ist, so wie du es gesagt hast. Dieses Experiment wird übrigens von einem bekannten Neurobiologen durchgeführt. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, irgendwann in Richtung Medizin zu gehen. Deswegen wollte ich mal bei so einem Experiment mit dabei sein. Angela? Ein bekannter Neurobiologe? Wie heißt er? Er ist Professor und heißt, Dr. Stiles. Er ist echt beeindruckend und weltbekannt. Es gibt da ein paar dumme Gerüchte über ihn, aber die sind sowas von daneben.
Wie auch immer, das ist ein wichtiges Forschungsprojekt, bei dem man viel dazulernen kann. Vor allem, wenn man in Richtung Medizin gehen will, verstehst du? Es kann gut sein, dass sie noch einen Freiwilligen brauchen. Wenn du willst, kannst du mitmachen. Das wäre doch lustig. Meinst du wirklich? Klar, gleich heute Abend, wenn du willst. Ist der erste Tag des Experiments. Bist du sicher? Musst du nicht erst dort anrufen und fragen? Nein, Dr. Stiles meinte, er braucht noch ein paar Freiwillige. Ich rufe an und sage Bescheid, dass du kommst. Danke, Sam. Dann sehen wir uns heute Abend. Gerne. Okay, das ging ja doch einfach. Also haben wir jetzt 1, 2, 3, 4 Studenten schon mal, ne? Oder? Ich wollte eigentlich was anderes. Ich wollte eigentlich hier in unserem Fortschritt mal schauen. 76%, oder? Das sind das 70. 4 von 69, der Lohn des Verräters. Dreadhill anwesend, okay. Das haben wir eigentlich soweit erledigt, glaube ich. Wir werden jetzt erstmal wieder zurückgehen zum Zentrum von Oxford. Wo wir können hier, glaube ich, noch irgendwas machen, ne? Am Dreadhill Anwesen. Ich bin mir gerade nicht sicher, weil das ist noch weiß. Was war nochmal weiß? Also, das ist ja goldig und das ist ja weiß. Keine Ahnung. Naja. Wir können hier auf jeden Fall nichts mehr machen, denn es ist ausgegraut. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal ins Zentrum von Oxford zurück. Denn wir müssen uns auch um den Daedalus Club kümmern, nämlich die Aufgaben von Samantha, weil sie ja eigentlich ja auch hier auf dem Weg nach London war, wegen ihres Zaubererclubs, ne? Also hier vom Daedalus Club. Der Daedalus Club muss wohl noch ein bisschen warten. Immerhin ist London nicht weit weg. Aber ich werde diesen Part auch wieder an dieser Stelle hier beenden, genauso wie ich den letzten Part beendet habe, glaube ich, genau an dieser gleichen Stelle hier. Und ich bedanke mich mal wieder für euer Zuschauen und wie es hier weitergehen wird mit Grey Matter. Das seht ihr natürlich wie immer in der nächsten Folge. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.